So, hallo und herzlich willkommen zurück bei PlayerUnknown's Battlegrounds. Wow, ich sehe hier niemanden gerade in der näheren Umgebung. Dort hinten landen einige, dort hinten sind einige. Aber so wie ich das sehe, ist hier niemand, der zu uns kommt. Das ist natürlich super. Ja, ich hatte eben eine Runde, die verlief äußerst spektakulär. Ich bin gelandet, habe zwei Waffen gefunden und wurde erschossen. Das war so eine 2-Minuten-Runde. Huch. Hallo, FPS Einbrüche. Okay. Ich hoffe, es geht jetzt wieder. Ja, das war eine sehr spektakuläre und sehr lange Runde. Mal gucken, ob ich diesen Rekord jetzt toppen kann. Mal schauen, wie das jetzt läuft. Ich bin gespannt. Also, huch. Länger. Hallo, was ist denn los? Die Performance ist gerade ein bisschen schlecht. So, hier haben wir schon mal eine Waffe. Das ist schon mal sehr schön. Hier eine M16. Zack, Muni direkt hier. Bam. Pistole haben wir auch. Bam. ACP. Bam. Was haben wir hier noch? Punkstiefel, endlich. Ein weißes Shirt, ein langärmliches gestreiftes Shirt. Was haben wir hier noch? 9 mm. Brauchen wir nicht. Oh, ein holographisches Visier. Ein. So ein Dingens zum Anfassen. Munition. Schnellzugriff. Wir müssen mal kurz gucken. Also hier so ein Schnelldingens. So ein holographisches. Ach, so ein Ding passt da nicht dran. Ja, okay, habe ich vergessen. Einmal nachladen. Und jetzt schauen wir uns mal die zweite Etage an. Sehr gut. Eine Schrotflinte. So, Morgi das. So, kann ich nicht mehr aufheben. So, ne? Also im Prinzip können wir jetzt sterben. Wir haben zwei Waffen. Puh, nö. Liegt hier draußen was? Nö. Ich sehe auch draußen niemand. Boah, jetzt wäre richtig Knorke, richtig Schnaffte, wäre jetzt einfach mal ein Holzkohleunterhemd. Nee, ich habe eigentlich gemeint ein Rucksack. Ach übrigens, ich habe aus einer Kiste, so eine Pionierkiste, die man sich kaufen kann, so eine schicke Brille rausgezogen. Sieht die nicht fesch aus? Arr. Die sieht so hässlich aus, mal ehrlich gesagt. Aber es ist die einzige Brille, die ich im Moment habe. Und dann dachte ich mir, komm, benutzen wir die doch auch mal. Boah, ein schwarzes Hemd. Ja, sehr gut. Jetzt können wir auch noch schön in den Tod gehen. Nicht nur unehrenvoll und feige, sondern auch wunderschön. Oh, hier muss es doch irgendwo mal einen Rucksack geben, Leute. Was ist denn los? Haben Sie die Rucksäcke heute vergessen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Taktische Lager. Ich kann sie nicht mitnehmen, selbst wenn ich wollte, weil ich nicht Platz habe. Verbände. Oh, hier ist so ein schnell, hier so ein erweitertes Dingens. Eine Schrotflinte. Ah, sogar eine schönere. Zack. Nee, für die Munition habe ich keinen Platz mehr. War ja klar. Und sonst so, hier liegt auch kein Rucksack. Nö. Hier auch nicht. Das ist natürlich traurig. Nirgendwo ein Rucksack hier. Das ist sehr traurig. Ich gehe jetzt da hoch zu der Hütte. Und dann gehe ich da links zu dieser anderen Hütte. Und wenn ich hier keinen Rucksack finde, bin ich am Arsch. Weil dann kann ich ja nichts mitnehmen. Ah! Sehr gut. Wenigstens eine Stufe 1 Rucksack. Jetzt kann ich wenigstens schon mal einen Erste-Hilfe-Koffer und die Machete mitnehmen. Die Marete hätte ich so oder so mitnehmen können, aber der Erste-Hilfe-Koffer nicht. Gut, jetzt können wir hier drüben auch nochmal das Haus da looten. Und dann schauen wir erstmal auf die Map. Und gucken, wo wir hin müssen. Ein schwarzes Hemd haben wir schon. Schnellwechselmagazin haben wir auch schon. So, Kugelloops und sonst nichts. Ach so, Map. Jo, ah, wir sind sehr schön im Kreis. Dann gehen wir einfach mal direkt weiter looten. Habe ich? Ich habe ein Visier drauf. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's, ne? Top 10 wird jetzt mal angepeilt. Letzte Runde habe ich da. Oh, scheiße. Verzeihung. Letzte Runde habe ich das auch schon gesagt, dass wir die Top 10 einpeilen. Dann bin ich aber direkt erschossen worden. Sofort
da rächt sich Gott direkt, sofort, der PlayerUnknown's Gott. Und es ist vielleicht taktisch unklug, das jetzt wieder zu sagen, denn dann wird vielleicht uns das gleiche Schicksal ereilen. Aber ich bin optimistisch. Leute, diesmal packen wir's. Ich bin jetzt schon weitergekommen als in der letzten Runde. Also Leute, es kann nur besser werden, ich sag's euch. Hier schauen wir uns einmal um. Sehr gut. Ah. Ja, man muss die Loot-Spots kennen, ne? Ich sag's euch, Leute. Die Loot-Spots muss man kennen. Wo kann Loot liegen? 9 mm Munition brauchen wir nicht wirklich. Nehme ich aber trotzdem mal mit. Ach, hier sind wir wieder bei diesem Haus. UMP? Nein, wir haben eine M16 und eine Schrotflinte. Da tausche ich nicht die UMP für ein. Das ist wieder das Haus mit dem wackelnden Putz. Weißt du, da hat einfach irgendjemand mal irgendwann so eine fette Party geschmissen, dass da jetzt immer noch der Putz wackelt. Ja, die heilige Bratpfanne. Oh, und die heilige Jason-Maske. Eine AKM. Okay, was ist besser, die M16 oder die AKM? Das letzte Mal habe ich die AKM, also was heißt das letzte Mal? In der einen Runde, ja gut, die sind ungefähr gleich. Die Munition, die sie verwenden, ist halt anders. Ich würde doch die lassen. Ich dachte, vielleicht kann man an der AKM mehr Aufsätze dran packen. Aber dem ist nicht so. Dem ist leider nicht so. Dementsprechend lasse ich das auch gerade mal da. Dann behalte ich die M16. Die Scar kann man sehr schön modifizieren und die M416. Aber nicht die M16er 4. Gut, das ist für was? Das steht nicht dran. Nur halt MG. Brauchen wir also nicht. Das war doch mal okay. Ja, wir könnten durchaus. Ja, wir gehen dahin. Komm. Wir gehen mal voran und nicht zurück und deswegen laufen wir gleich mal weiter, ne? Richtung Inneres der Zone. Ich hoffe, hier ist jetzt noch keiner bei uns, weil ich glaube, in diese Richtung sind ein paar Leute gelandet. Aber da wird uns hoffentlich jetzt noch keiner heimsuchen. 60 Leute sind noch am Leben. Wir haben noch keine kugelsichere Weste. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Loot. Das wäre super. Oh, scheiße. Ob der uns gesehen hat? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der war aber auch ganz schön weit weg, wenn er von da hinten kommt. Die Frage ist, wo fährt der hin? Der hat doch hoffentlich nicht das gleiche Ziel wie wir. Ich hoffe, dem ist nicht so, aber das würden wir jetzt sehen. Aber so wie es aussieht, ist der nicht hier rangefahren. Ich sehe ihn hier zumindest nicht. Ich sehe hier keinen Buggy stehen. Okay, dann schleichen wir uns mal an so ein Haus ran. Und knüpfen uns das vor, ne? Da fallen Schüsse. Ist ja klar, dass in der Stadt Schüsse fallen, ne? Wow. Ich würde jetzt mal spontan behaupten, dass hier noch keiner war. Weil hier nämlich noch so viel Loot liegt. Besonders so Erste-Hilfe-Koffer. Nee, ich wäre verrückt. Ein Helm Stufe 3. Geil. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jemals schon mal hatte, aber ich habe einen Helmstufe 3.
Eine Punkbrille. Wow. Okay, schön, dass wir so einen fetten, fancy Helm haben. Und wir haben eine M416. Oh, nice, ey. So lobe ich mir das. Schade, das bringt uns nichts. Oh, scheiße, wir müssen mal kurz im Haus bleiben. Oh, ein Rucksack Stufe 3. Zwei sogar. Cool. Okay, wir sind direkt in der roten Zone. Der Kreis geht jetzt auch zusammen. Okay, wir sind noch drin. Noch ist alles gut. Aber ich bin dafür, dass wir in Bewegung bleiben. Hui, da ist gerade direkt eins vom Fahrzeug. Ja, man sollte eigentlich von dem Fenster fernbleiben, wenn sowas ist. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Glück gehabt, Leute. Glück gehabt. Noch ein holographisches Visier. Vertical Foregrip haben wir schon, ne? Ja, ich brauche auch nicht noch ein vertikales, ja, so ein holographisches Visier. Ein vertikalisches Visier brauche ich aber auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir moven direkt weiter. Die Grenze ist nämlich sehr nah bei uns. Und ich möchte ungern erleben, dass die Grenze bei uns ankommt. Aus diesem Grund bewegen wir uns weiter. Oh, ein paar Handschuhe. Was ich auf jeden Fall gerne hätte, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist keine Schrotflinte, auch kein erweitertes Magazin, sondern eine kugelsichere Weste, Leute. Das fehlt uns noch. Aber ganz ehrlich, man muss schon sagen, wir sehen schon sehr stylisch aus. Das steht uns irgendwie. Sehr gut, aber wir wollen hier keinen modischen Wettbewerb gewinnen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen. Eine Machete? Haben wir eine Nahkampfwaffe schon? Ja, natürlich unsere Bratpfanne. Wie konnte ich das nur vergessen? Boah, hier ist eine M416. Oh, ein erweitertes Schnellwechselmagazin, das ist besser. Das brauchen wir nicht. Polizeiweste, sehr gut. Schrotflinte, sehr, sehr gut. Okay, ab jetzt laufen wir. Am besten in die richtige Richtung. Und zwar da lang. So, die Augen offen halten. 45 Leute sind noch am Leben. Schön die Augen offen halten. Und wir umkreisen die Stadt, würde ich sagen. Wir umkreisen langsam die Stadt. Das Haus da lasse ich einfach mal in Ruhe. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Kugelweste, Helm, Rucksack.
zwei Waffen, beziehungsweise zwei Primärwaffen, dann unsere Sekundärpistole und eine Bratpfanne. Geil. Wir sind echt gut ausgerüstet. Ich sag nur, ich meine Rucksackstufe 3. Wow. Da schießt jemand auf uns. Mit wirklich gut ausgerüstet meine ich, wir haben Rucksackstufe 3, wir haben Kugelweste Stufe 2 und eine Helmstufe 3. Und wir wurden hart getroffen, ey. Was hat der für eine Waffe, ey? Wir werden immer noch beschossen. Krass. Das ist schon hart, ey. Da hat jemand ganz schön auf uns abgesehen. Da muss ich mir erstmal. Nee, ein Energy Drink nur. Puh, da hat das jemand ganz schön auf uns abgesehen. In die Häusergruppe, da will ich gar nicht rein. Ich will eigentlich eher dran vorbei. Und zwar würde ich gerne gucken, wer uns da abgeschossen hat. Der hat eine gute Waffe. Der hat uns mit einem Schuss gut zugesetzt. Wahrscheinlich eine SKS. Vielleicht eine SKS. Vielleicht auch was anderes. Es ist aber kein Sturmgewehr gewesen. Es war ein Einzelschussgewehr. Mit guter Reichweite. Da wird schon wieder geschossen. Diesmal nicht auf uns. Oh, Auto. Autos und Schüsse. Und der Kreis hat sich verändert. Da ungefähr ist die Mitte. Wow. Huch. Jetzt waren wir mit der Kamera einmal im Kreis. Okay, schön vorsichtig rücken wir vor. Hier wird viel geschossen. Versuche eigentlich eher so ein bisschen von den Schüssen wegzubleiben, beziehungsweise die Schüsse zu umgehen. Denn ich habe keine Lust auf eine wirkliche Konfrontation, weil ich weiß, dass ich darin schlecht bin. Und ich meine, im Poschinki oder wie dieser Ort hier heißt, ist natürlich auch was los, ne? Das ist klar, dass da was los ist. Wir laufen mal in Richtung Mitte der aktuellen Zone. Ich laufe mal in Richtung Mitte. So, hier können wir uns erstmal ein bisschen entspannen, würde ich sagen. Hier haben wir eine recht gute Position, weil hier haben wir einen guten Überblick und hier sind wir meiner Meinung nach recht gut getarnt. Die Stelle kommt mir auch irgendwie bekannt vor hier. Diese Kuhle, in der wir hier liegen. Ja, hier würde ich erstmal einen Moment liegen bleiben und vielleicht mal diese 20 Sekunden abwarten. Wobei in 20 Sekunden fängt erstmal der blaue Kreis an, sich zu bewegen. Das heißt natürlich noch nichts. Ja, okay, dann warten wir die blaue Zone jetzt einmal hier ab. So, hier warten wir jetzt einmal kurz die Bewegung der blauen Zone ab. Da drüben wird auch geschossen. Aber ich kann keine Feinde ausmachen. Ich habe das Gefühl, hier wird überall in der Gegend ganz schön viel geschossen. Da bewegt sich was.
Das war ja ein ganz schöner Stuntfahrer. Aha. Da ist er. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich auf den schießen will, ob ich das Feuer öffnen will, weil ich nicht weiß, ob ich den Kampf gewinne. Die Frage ist, oder beziehungsweise das Problem ist, wenn ich jetzt nicht schieße, dann kann es natürlich sein, dass er mich daraufhin sieht. Und wenn er anfängt zu schießen, dann habe ich ja auf jeden Fall die schlechteren Karten. So, jetzt kurz gucken. Oh, wir sind noch im Kreis. Diese Kirche ist auf jeden Fall gut. Vielleicht sollten wir uns da auch einmal hinkämpfen in die Kirche. Der hat eine K98. Fuck. Das heißt, wir müssen den im Nahkampf holen. Okay, wollen wir aufstehen und einmal hinsprinten? Ja. Alles oder nichts. Ich weiß ja ungefähr, wo der ist. Ich weiß, wo ich hingucken muss. Hoffentlich. Leute, jetzt wird's ernst. Nein! Oh! Ich wurde mit der M416 getötet. Okay, der hat mich erwartet. Der hat mich erwartet. Der saß da schon und wusste, dass ich komme. Und hat mich direkt weggeheizt. Ah, Mist, ey. Ich hasse Konfrontationen, wirklich. Ich bin nicht geschaffen für so ein Spiel, ey. Und trotzdem macht es aber Spaß. Trotzdem macht es Spaß. Puh. Okay, wie hätte ich da anders rangehen können? Ich bin mir nicht sicher, wie ich das anders hätte lösen können. Ich hätte vielleicht einfach direkt schießen sollen, als er da hochgegangen ist. Nur das Problem ist, der hatte eine K98. Der hätte mich viel besser wegsnipen können. So, also musste ich natürlich näher rangehen, weil ich im Nahkampf die besseren Chancen gegen ihn hatte. Aber er hat mich schon erwartet. Der wusste, dass ich komme. Ich wusste allerdings nicht, wo er ist. Also hatte er den Vorteil. Mist, ey. Ich sagte euch, die sich verschanzen, haben immer einen Vorteil. Wenn man jemanden abknallen will, muss man sich verschanzen und hoffen, dass derjenige da hinläuft und ich weiß, dass man da ist. Das ist die beste Strategie. Damit kriegt man auf jeden Fall Leute tot. Gut. Naja, gut, immerhin Platz 21 geworden. Was soll man sagen? Ist halt nicht so gut gelaufen. Gut, ja, dann brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Ist halt blöd gelaufen. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder besser läuft. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.